Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs. Ich bin unterwegs und zwar in Deutschland. Ja, ich bin wieder in Deutschland unterwegs. Es ist Anfang März und der Frühling steht vor der Tür. Und er macht sich heute wohl richtig bemerkbar. Es soll richtig schönes Wetter kommen, bis 15 Grad. Also wenn es gut läuft, habe ich vielleicht mal hier sogar kurze Klamotten an. Ich hoffe es vielleicht, aber zumindest ist etwas angenehmere Temperaturen beim Radfahren, kein Regen. Ja, ich wollte erst nach Dänemark fahren, aber da ist der Regen. Also habe ich ganz schnell umgeswitcht und mir ganz schnell hier eine Runde zurechtgestellt. Bin hier bei Bispingen an dem Freizeitgelände hier, Brunausee. Richtig klasse gelegen, eigentlich sehr idyllisch, aber die Autobahn im Hintergrund, die ist sehr laut. Das täuscht ein wenig leider hier die Idylle. Der Krach ist echt sehr, sehr laut. Da höre ich mal wieder, wie laut eine Autobahn ist. Ja, und was habe ich vor? Ich starte hier bei Bispingen, wie gesagt, Richtung Osten. Einfach mal so, ich habe mir schnell was zusammengestellt. Ammerlinghausen, Egersdorf, dann runter und dann komme ich irgendwann durch Munster und zum Schluss Soltau und dann fahre ich wieder hierher. 110 Kilometer, ich habe richtig was vor. Ich will es heute richtig genießen, mir eine schöne längere Tour machen. Ja, und auf geht's eigentlich. Ich will auch gar nicht lang schnacken, also nix wie los. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing. Kilometer 16, ich bin hier an der Wassermühle in Sodersdorf an der Luhe. Ja, das ist ein bekannter Weg, der Luhe-Radweg. Bin ich aber nicht gefahren, ich bin nur an der Landstraße gefahren, einfach nur um Strecke zu machen. Ja, die Wege etwas abseits sind ja auch ein bisschen matschig wahrscheinlich noch. Die habe ich im Moment auf dieser Route auch noch ein bisschen vermieden. Der eine oder andere wird auch noch kommen, denn ich fahre ja durch die Lüneburger Heide. Und ein bisschen was von ja, Heidestück oder so werde ich wahrscheinlich auch noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht so genau, was so alles auf dieser Route jetzt passiert. Aber das ist so ein kleines erstes Highlight hier. Oh, die ist schon sehr, sehr alt. Und hier ist auch noch ein kleines altes Backhaus aus dem 17. Jahrhundert. Ja, aber top in Schuss ist das alles nicht mehr hier. Naja, weiter geht's ja, Richtung Ammerlinghausen ist, glaube ich, das nächste. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you. Passing
habe jetzt Ammerlinghausen auch schon hinter mir gelassen. Bei Kilometer 29 bin ich schon. Es geht doch einigermaßen immer hoch und runter. Ja, das tut schon mal gut trainieren hier. Ja, die Landschaft, ja, viel Heide ist nicht zu sehen. Viel, ja, Felder, dafür doch ein bisschen mehr Aussicht. Ja, gefällt bis jetzt. Jetzt geht's weiter Richtung Ebsdorf. Gerade so ein richtig toller Abschnitt, muss ich sagen. Sehr einsame Strecke, schön durch den Wald. Ja, gerade eben war es ein bisschen, ja, guter Feldweg, der ein bisschen zerstört ist. Kopfsteinpflaster, aber war in Ordnung. Aber der Wald war schön ruhig. Es zwitschert ja schon unheimlich. Richtig was los im Wald schon. Ja, der Frühling, der kommt heute richtig schön durch. Also macht das hier auch sehr Spaß. Und die Sonne, sie wird kräftiger. Naja, weiter geht's. Kilometer 40, Ebsdorf, hinter mir ist das Kloster. Ich habe jetzt schon schön Platz gefunden. Gut für eine Pause nach guten 40 Kilometern. Alter, jetzt wird es richtig, richtig schön warm. Die Jacke kann aus, definitiv. Sonne hat Kraft. Wahnsinn. Von doch sehr kalt letzte Woche, wo ich da in Dänemark war, auch über der Woche war es richtig frisch. Und jetzt Samstag, perfekt, bestes Wetter. Also das ist unglaublich. Es war ja schon sehr warmer Februar, aber natürlich immer noch frisch. Aber das hier heute, es ist jetzt so 10, 11 Grad schon, 10.30 Uhr. Wahnsinn, das tut endlich gut. Frühling ist da. Ach, das ist unbeschreiblich gerade. Ja, das bedeutet, ja, der Winter ist so gut wie geschafft. Ein paar Rückschläge kann es immer noch geben, aber ich glaube nicht mehr dran. Ja, und dann geht es in diese so langsam tolle Saison hinein, 2024. Ich freue mich drauf. Ich werde jetzt hier noch was essen, was trinken, das ein bisschen genießen und dann geht es weiter. Mal sehen, was als nächstes kommt als Highlight. Also ich bis jetzt fand ich das richtig toll hier, die Strecke. Wegbeschaffenheit, da sage ich nichts zu. Radwege, um Gottes Willen, ja, einfach nur grausig Deutschland, aber Schluss damit. Trotzdem macht Spaß. Und dann hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Straight away, you don't have to be afraid.
Kilometer 59. Es geht immer weiter voran. Es war jetzt nicht so was Interessantes jetzt. Einfach nur an der Straße entlang. Mal eine ruhige Straße, mal eine größere Straße auf dem Radweg. Aber es war nichts so Besonderes. Aber hier im Wald ist es so am Zwitschern und Tun und Machen. Ja, es ist richtig schön. Es ist nicht mehr still im Wald. Oh, kann man es hören? Herrlich, ich bin hier kurz vor einem kleinen Örtchen Bramborstel. Da drehe ich so ziemlich auf West, ja, wo hoffentlich die Sonne mal ist. Denn das ist so ein bisschen schleierhaft oben im Himmel. Also das ist ein bisschen nervig. Es ist zwar warm, aber die Sonne fehlt wieder. 7 Stunden Sonne war heute, wie vorher gesagt, das ist ja schon wieder nicht mehr möglich. Das bisschen, was da durchkommt, zählt eigentlich nicht. Bisschen schade, man sieht so eine Kante von den Wolken. Weiter im Westen, wo ich jetzt hinfahre, Richtung Soltau, ja, da hoffe ich dann wenigstens mal zum Schluss dann noch auf die Sonne zu stoßen. Ja, ich habe ja noch 51 Kilometer, ist noch ein gutes Stück. Ich habe da noch viel Zeit, es ist gerade 12. Also weiter geht's, ja, durch den Frühling. Hey, I wish I could show you. Herzlich willkommen in Munster. Immer noch ohne Sonne. Ist wie verhext. Wovon ich herkomme, da ist blauer Himmel. Wohin ich fahre, ist blauer Himmel, aber gefühlt kommt das nicht näher. Irgendwie wie verhext. Naja, kann ich nichts machen, aber es ist schön warm. Es ist schon fast so weit, dass man hier mal ein bisschen hochkrempeln könnte vielleicht. Aber da warte ich lieber auf Sonne, nicht dass man sich hier doch noch erkältet. Ja, ich bin jetzt bei 73 Kilometer, also schon gut geschafft. Es läuft super. Nicht gerade interessant wieder die Strecke gewesen, aber ich bin hier, um ein paar Kilometer zu machen, um mir das hier mal anzuschauen, denn hier war ich noch nie. Ja, es ist ja gut, schön anzusehen, auch die Wälder, wo man durchfährt. Einfach nur schön, weil es jetzt auch nicht mehr so ruhig ist in den Wäldern. Einfach nur klasse. Ja, ich glaube, hier mache ich wieder eine Pause. Ja, doch Mittagspause ist gleich eins. Und dann geht's weiter Richtung Soltau. Ich freue mich trotzdem drauf. Vielleicht kommt sie ja noch die Sonne. Naja, also erstmal Pause hier in Munster, der Garnisonsstadt. Ja, und dann geht's weiter. Ihr wusstet doch auch, was ich jetzt esse. Natürlich mein Thunfischsalat. Immer wieder lecker. Said you were too tired to walk the line. I said, then hold up, precious. I can be a goldsmith, and you a nomad or a tailor. And we don't have to follow the rules. Oh, I can do anything when I look at you. Oh,
bin einfach durchgefahren bis nach Soltau. Es war immer an der Bundesstraße. Nichts Besonderes, einfach nur durch, ganz schnell. Und jetzt bin ich in Soltau und habe Hunger gekriegt. Habe ich mir doch was Dickes geholt. Einen schönen leckeren Döner. Hatte ich echt lange nicht mehr. Tut auch mal wieder Not, würde ich sagen. Passt gerade. Sonne ist endlich da. Ihr seht, richtig schön warm hier. Okay, hier kommt kein Wind an in der Innenstadt. Aber das passt irgendwie. Ich habe jetzt unheimlich Hunger. Jetzt habe ich mir das rein besorgt und jetzt werde ich den hier essen. Mitten in der Stadt hier. Es sind ja auch nur noch 20 Kilometer bis zurück mit Rückenwind, also gar kein Problem. Auch wenn das ein bisschen belastet, werde ich das schaffen. Ja, viel kommt da wahrscheinlich nicht mehr an Highlights. Will mal schauen, was noch so auf dem Weg ist. Ein bisschen Landschaft auf jeden Fall. Aber ich esse erstmal hier auf und dann geht's weiter. Mahlzeit. Das wird aber schmierig, ne? Aber lecker. In Soltau habe ich gar nichts Tolles so entdeckt, aber ich muss dazu sagen, ich habe das auch nicht so gut geplant und nachgeschaut, was es da so gibt. Vielleicht komme ich da nochmal durch. Ich habe die Tour noch ein ganz kleines bisschen abgeändert, weil es ist so schönes Wetter. Es ist doch sehr warm geworden, besonders wenn man fährt. Ja, und dann bin ich doch nochmal ganz kurz, wenigstens kurz, eine kurze Zeit auf jeden Fall. Ja, es ist irgendwie doch warm, wenn man fährt. Ja, schön ist es auf jeden Fall. Hier im Wald kommt auch kein Wind an. Das ist noch schöner. Und hinter diesem Zaun ist der Heidepark Soltau. Ach, zurzeit natürlich noch geschlossen, Winterpause. Noch nichts los. Hier sieht man auch nichts. Das ist so ein hinteres Gelände ganz am Ende. Ich fahre jetzt erstmal weiter. Ich habe es jetzt extra umgeplant, weil sonst wäre ich nur an der Hauptstraße noch zurückgefahren, die letzten 20 Kilometer. Jetzt mache ich noch mal so ein paar Wege. Die sind ja gut abgetrocknet inzwischen. Kann man gut fahren. Also will ich noch mal ein bisschen durch die Wildnis fahren. Also geht's auf die letzten Kilometer jetzt noch mal auf Feldwege. Reflect.
Ich bin gleich wieder am Ausgangspunkt. Nur noch 3 oder 4 Kilometer, da kommt nicht mehr viel. Aber hier ist noch mal ein Stück Heide zu sehen. Das ist auch der richtige Zeitpunkt, um Schluss zu machen für heute, für dieses Video. Ja, es war heute nicht so interessant. Ich habe es mir auch ein bisschen besser vorgestellt, vor allen Dingen auch sonniger. Aber die kurze Hose, die ging mal 13, 14 Grad waren es. Das ist ungefähr auch die Grenze für Nordlicht in kurz zu fahren. Ja, wenn man sich bewegt, ist man auch warm. Dann geht das auf jeden Fall. Jetzt, wo ich jetzt hier sitze, wird es auch langsam wieder kühler. Also will ich gleich mal wieder weiter. Ja, so 116, 17 Kilometer werden es gewesen sein. Höhenmeter doch einige, aber es ging richtig gut. Richtig klasse und bei dem Wetter zum Schluss hat es doch richtig Spaß gebracht. Auch wenn das ein bisschen anspruchsvoller war, auch immer noch ein bisschen matschig und so. Ja, das musste auch mal wieder sein. Mal nicht immer nur Asphalt, sonst wäre echt langweilig gewesen heute. Es war nicht so besonders, viele Highlights dabei, aber es hat mir trotzdem Spaß gebracht. Vor allen Dingen Training, 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 Kilometer machen. Ja, für die große Reise. Es ist gar nicht mehr so lange, keine 2 Monate mehr. Dann geht's los. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ich hoffe, es ist dann auch wärmer und sonniger. Aber jetzt, ja, werde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat dann heute gefallen, diese kleine Trainingsrunde durch die Heide. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin, euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss.